A.V. Fritsch schrieb fleißig nicht nur seine Reiseberichte und sein Tagebuch, sondern er schickte viele wissenschaftlichen Briefe über die Botanik, Geographie, Ethnographie und Kultur an seine wissenschaftlichen Kollegen in der ganzen Welt. Er machte Vorträge, durch die er seine weiteren Reisen finanzierte, und er nahm auch an wissenschaftlichen Kongressen teil. Dazu fand er noch die Zeit, sich politisch in seiner Heimat zu engagieren und zu äußern. Für die meisten Tschechen ist er aber eher als ein berühmter Autor von vielen spannenden abenteuerlichen Büchern über seine indianischen Erlebnisse in Südamerika und insbesondere in Paraguay bekannt. In seinen belletristischen Büchern hat er auch solche persönlichen Erlebnisse und Gedankengänge beschrieben, die für eine trockene wissenschaftliche Abhandlung nicht geeignet wären, die aber aus der menschlicher Sicht sehr lehrreich sind. Auch aus der ethnographischer Sicht sind seine belletristischen Bücher wertvoll, weil er dort besser ins Detail gehen konnte. Paraguay, wie es am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts war, entsteht in seinen Büchern vor unseren Augen lebendig wie in einem Videofilm. Dazu haben auch die Abbildungen von einigen Fritschs Fotos und vor allem die dramatischen Illustrationen des berühmten tschechischen Malers Zdeněk Bujan beigetragen, die das abenteuerliche Geschehen unter der Fritschs Aufsichtskontrolle getreu, wie mit einer Blitzlichtfotografie wiedergeben. Ein kleiner Vorgeschmack seiner erzählerischen Fähigkeiten haben wir in den vorherigen Kapiteln dieser Videoreihe schon jetzt, aus seiner eher trockenen Reisebeschreibungen bekommen. Mit seinen viel genaueren belletristischen Büchern hat A.V. Fritsch mehrere Generationen, insbesondere Kinder, begeistert, und es wird auch weiter so gehen. Denn seine Beschreibungen der vergangenen Zeiten sind fesselnd. Fritschs Romane strahlen eine heute kaum mehr erreichbare Exotik und Abenteuer, die sich nie mehr wiederholen werden. Er baute den ausgestorbenen indianischen Stämmen, ihren Bräuchen und Sprachen, sowie ihrer Lebensart einen Monument. Der Vergleich mit unserer weißen zivilisierten Gesellschaft wird uns dabei oft sehr peinlich beschämen. Fritschs fesselnde Abenteuerromane sind zeitlos. Sie können eine Goldgrube für jeden Übersetzer werden, der ihren Text in das Spanische transformieren würde. Und in Paraguay würde man sicherlich eine Zeit lang über nichts anderes sprechen,
als über die kaum bekannte Urgeschichte ihres jungen Landes mit der gemischten Bevölkerung und Urbevölkerung, gerettet von dem genialen Tschechen. Man würde die Indios nicht mehr verabscheuen, sondern manchmal bemitleiden, aber jedenfalls würdigen und schätzen. Die eigene Landesgeschichte wurde durch die Augen eines neutralen Beobachters ungewöhnlich neu, oft kritisch, aber auch liebevoll, jedenfalls äußerst interessant betrachtet.